gegen Schott Jena haben wir, nochmal zu betonen, Schott Jena haben wir in der Hinrunde 5-0 geschlagen. 6-2 gegen Schott Jena gewonnen. 3-0 zur Halbzeit. Schünemann, Okello, Doppelpack, Kaiser, Ben Rau und Romstedt. Wow. Und zwar gut den Ball abgefangen, Romstedt. Papa Dimitrio mit der Vorlage sogar. Wieder über Papa Dimitrio, raus auf Kaya. Langer Ball auf Okello. 2-0. Okello, Romstedt, Schick Kaiser, Kaiser, eiskalt. Sehen wir, wie wir Gegentor gefressen haben. Flanke, okay. Ben Rau mit 11 Meter. Oh, dann wieder langer Ball. Ah, hat sogar ein bisschen mitgehalten, aber Sepp Vato sieht da nicht gut aus. Gut abgefangen vom Blecker. Romstedt, Kaiser. Kaiser ist eiskalt. Oh, Baylau und Romstedt mit dem Kopf. Sehr gut. Der Salama hält sich nicht gut genug, um Stammelf zu spielen. Der will den Verein verlassen. Gut, mach mal. Ciao, mach's gut. Wenn die Leute weg wollen, dann sind wir auch eiskalt und lösen den Vertrag auf. Das ist noch unsere Möglichkeit, wenn die gehen wollen. Dann können wir die Vereinsmitgliedschaft kündigen, weil die kriegen ja nichts von uns. Kündigen wir mal die Vereinsmitgliedschaft und dann können sie dann noch gehen. Oh, Breukmann besteht den Wechsel zu Thüringen weiter. Wisst ihr, wer jetzt gerade schon wieder um die Ecke kommt? Wisst ihr, wer gerade schon wieder um die Ecke kommt? Ja, genau. Christian Graf. Ja, Christian, hallo. Schön, dich mal wieder zu sprechen. Ja, du weißt sicherlich, warum ich anrufe. Ich hab dir gesagt, lass die Finger von meinen... Lass die Finger einfach davon, weißt du? Wenn das andere Vereine machen, okay, aber warum? Warum machst du das? Weißt du selber nicht. Also, ich muss dir jetzt mal sagen, weiter, der Verein, wir haben viel für dich getan, weißt du? Und jetzt so oder was? Was soll ich dazu noch sagen? Ich sag dir jetzt nochmal, lass die Finger von unseren Mitarbeitern, unseren Spielern, sonst, ja, sonst komme ich mal rübergefahren nach Dresden. So. Kann ja wohl nicht wahr sein. Kaya Karakaya kommt zu uns und Mohamed kommt auch. Also ich glaube, FV Dresden und Thüringen weiter werden keine Freunde mehr. Dustin Kaiser, Doppelpack gegen Heiligenstadt. Wir gewinnen 2-0. Sehr gut. Wir sind halt im Niemandsland der Tabelle. Also es geht nach vorne, geht wenig, nach hinten geht wenig. Glücksbrunn, Schweiner, die haben schon 11 Punkte Vorsprung. Also das Ding ist durch. Ja. Schünemann, langer Ball auf Dustin Kaiser. 1-0. Langer Ball auf Schünemann. Ich glaube, wir haben da ein neues Duo gefunden. Schünemann und Kaiser. Gabe erteilt Dresden, FV Dresden Absage. So nämlich. So nämlich. Rein da gegen Erfurt Nord. So, und wir gewinnen 3-0. Schünemann Banau mit seinem ersten Spiel. Erstes Tor und Justin Kaiser. Innerhalb von 7 Minuten gewinnen wir gegen Erfurt Nord. Das war stark. Wir haben gerade eine richtig geile Mannschaft zusammen. Romstedt schickt Schünemann. Und Schünemann ist eiskalt. Also Romstedt weiter vorne spielen zu lassen, ist auch gar keine schlechte Idee. Banau, schöner Freischuss von Kaiser. Langer Ball von Azari auf Kaiser. Capitao verschätzt sich und Kaiser mit dem 3-0 Endstand. Gegen Sondershausen, Nachbarschaftsduell. 7. gegen 8. Los geht's gegen Eintracht Sondershausen. Und wir gewinnen. Und das in Unterzahl. Justin Kaiser erste und Hannes Kiesewalter. Eingewechselt, Tor gemacht oder was? Ja. 1-0 erste Minute. Romstedt auf Kaiser. So, das sieht nicht gut aus. Whitefield verliert den Ball und da ist Kiesewalder. Und jetzt ein Anschlusstreffer und das Endergebnis dann. Durch Bauer und es sieht Sepp Vato nicht gut aus. Vorstandsvorsitzender des Thüringen Weiler will kürzer treten. Es wird berichtet, Thüringen Weiler nach einem Artikel von Goal.com gegen Stand einer Übernahme sei. Vorstandsvorsitzender Marc Clausen will den Verein in absehbarer Zeit verkaufen und ein lokaler Investor könnte in naher Zukunft der neue Eigentümer sein. Das ist nicht gut. Oh, 3-2 verloren, schade. 1-0 von uns, Numonvi. Von Moussa Banao mit dem
Anschlusstreffer nochmal. Wir waren sogar die bessere Mannschaft laut Chancen. Leider hat es nicht gereicht. Kapstein, ein neuer Flügelspieler. Neuer U19-Trainer, Oliver Bindewald. Kreislauf besteht im Wechsel. Gut. Macht's gut. Haut rein.